Ja, herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und unseren heutigen Gast genauso neugierig kennenlernen willst wie ich. Eine neue Person im Frankfurter Ring, aber schon viele, viele Jahre unterwegs. Ich glaube, mehr als 20 Jahre. Hat schon ganz, ganz früh angefangen, als junges Mädchen sich für Außersinnliches zu interessieren. Die geheimnisvolle Dame heißt Sue Dibi und lebt in der Schweiz. Sie ist Medium, spirituelle Heilerin und Lehrerin. Sue, du hast ein wundervolles Motto, mit dem möchte ich eigentlich beginnen. Und das heißt, gemeinsam statt einsam. Und das, was du damit verbindest, das würde ich dich erstmal gerne bitten, uns zu erklären jetzt in diesem Webcast. Also ich glaube, ich musste mich ja belehren lassen, dass es schon viele gab vor mir, die dieses Motto in unterschiedlichsten Variationen benutzt haben. Aber das war für mich gerade in den letzten paar Jahren eines der wichtigsten Mottos, die es so gibt, gerade in der Entwicklung, an dem wir Entwicklungspunkt, an dem wir gerade stehen als Menschheit. Wir haben durch diese sehr, sehr wirtschaftlich orientierte Gesellschaft, die aber gleichzeitig stark nach Spiritualität schreit, irgendwie den Spagat noch nicht ganz gefunden. Und viele haben sich zwar durch Meditieren und auch Persönlichkeitsentwicklung schon viele Themen angeschaut, aber ganz oft fühlt sich das sehr einsam und alleine an, dieser Schritt. Also viele, die ich kenne, die das exzessiv gemacht haben, haben dann eher die Tendenz entwickelt, dass sie so ein bisschen abgeschottet sich haben, weil halt der Kontrast zur Außenwelt sehr stark wahrnehmbar wird, wenn wir uns sensitiv öffnen und dadurch auch verletzlicher vielleicht werden oder empfindlicher. Und da habe ich gemerkt, und gerade durch die neue Zeitqualität, die jetzt so seit einer Weile aktiv ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt lernen, mehr in eine Gemeinschaft zu gehen und dass das auch die Zukunft unseres Daseins ist hier auf der Erde. Und da ist jetzt, glaube ich, wichtig, diesen Schritt zu machen in der spirituellen Szene hin zu gemeinschaftlichem Arbeiten und vorwärtskommen. Freut uns besonders. Also es ist auch ein Motto, was uns im Frankfurter Ring seit vielen, vielen Jahren, uns gibt es seit über 50 Jahren, also bewegt und sehr bewegt. Frankfurt ist ja auch eine Businessstadt. Ja, manchmal wird es Bankfurt genannt. Ne? Die ganzen Banken sind hier, die Versicherungen, wunderbare, ästhetisch schöne Hochhäuser, Glitzerwelt. Und da ein Gegenpol oder das Yin und das Yang, das Ergänzende zu stärken, das war auch zu Beginn auch vom Frankfurter Ring unser Anliegen. Deswegen fühle ich da so eine Gemeinsamkeit mit dir und auch deine Internationalität. Gefällt mir sehr, dass du so 5 verschiedene Sprachen sprichst und in diesen ganzen Welten zu Hause bist. Wie kommt das? Wie bist du als junges Mädchen dazu gekommen? Ich habe eine sehr internationale Familie. Wir haben mit mir spanische Wurzeln, schweizerische Wurzeln, portugiesische, italienische, marokkanische, soweit ich es rekonstruieren konnte, wahrscheinlich noch mehr. Also ich bin so aufgewachsen in einem sehr internationalen Umfeld. Ich bin mit 11 Jahren das erste Mal alleine geflogen, schon mit halbjährig in Spanien gewesen. Also das hat mich von Anfang an begleitet, ganz, ganz physisch begleitet, dieses Reisen. Und Sprachen haben mich immer fasziniert. Sie sind mir auch immer schnell, ja, zugeflogen. Also sobald ich mich ein paar Wochen an einem Standort aufhalte und dass eine Fremdsprache gebraucht wird, habe ich einen sehr schnellen Zugang. Ich glaube, deswegen auch diese Ausrichtung in der auch interdimensionalen Kommunikation. Das war sehr naheliegend, dass ich diese Sprache erlernen musste. Wie ist das denn mit den Spirits? Was haben die denn für eine Sprache? Eine sehr universelle Sprache. Also ja. viele
haben Angst, dass wenn jetzt ein Klient, der vielleicht in asiatischen Herkunft ist und mit einer Mutter sprechen möchte, die jetzt nie Deutsch gesprochen hat, ist immer die erste Frage, ja, aber du sprichst ja jetzt kein Thai, also wie wirst du denn die Person verstehen? Und das ist Sprach, also weltliche Sprache unabhängig, weil es wirklich eine universelle Bildsprache ist, das heißt, über die Hellsinne läuft. Und die sind, egal an welchem Standort oder welche physische Sprache wir sprechen, funktionieren die überall gleich und auch in der interdimensionalen Kommunikation. Das ist sehr praktisch. Also du bist schon von früh geübte Übersetzerin in allen Sprachen, ganz einfach. Ja, ich Du gebe mir. machst ja auch etwas, das nennt sich ja Jenseitskommunikation, ist ja auch ein tolles Gebiet. Eigentlich so in den letzten Jahren bist du damit auch sehr bekannt geworden mit deinem ersten Buch. Und jetzt habe ich aber mitbekommen, es kommt ein neues Buch auf den Markt, was wir auch präsentieren werden. Wir werden dazu dich einladen und hat auch einen tollen Titel, Spirit Move, Entdecke die Kraft in dir. Um was geht's da? Oh, das geht, das ist sehr dicht. Der Spirit Move beinhält so ganz einfach runtergebrochen acht Schritte, die man gehen kann, um ein unabhängigeres Leben zu bekommen, um mehr Widerstandskraft zu kreieren. Und ist auch entstanden und auch gerade dieser Gedanke zum Spirit Move. Also man macht. Der Spirit, also unsere Seele hier inkarniert, macht in Etappen Entwicklungsschritte. Also es ist wirklich eine spirituelle Bewegung, die wir hier stattfinden lassen auf Erden. Und diese Bewegung, wenn wir die bewusst machen, dann haben wir die Möglichkeit, uns von wichtigen Blockaden zu lösen und auch so gewisse Fallen zu lösen. Und das ja, ist ein sehr, sehr komplexer Aspekt. Aber eigentlich geht es schon darum, dass ein Spirit Move eigentlich immer benötigt wird, wenn wir wirklich vorwärts kommen wollen in unserem Leben und merken, dass wir nochmal uns von alten Verhaltensmustern lösen wollen. Und da, ja, ich würde sagen, ich nehme das immer wieder auch mit rein, auch wenn die acht Schritte sehr, sehr explizit sind im Spirit Move, ist auch so eine, ja, eine neue Erkenntnis im eigenen Leben, ist auch schon Teil eines Spirit Moves. Also das kann man von den ganz kleinen Schritten sehen oder als komplexer, mehrstufiger, Entwicklungsschritt im Leben. Also diesen bewussten Schritt der Öffnung und über die eigenen Grenzen hinausgehen. Also das ist ja auch ein sehr persönliches Buch, soweit ich da schon reinlesen durfte. Da hast du dich ja auch ziemlich auch offenbart, ne? Oder heute würde man vielleicht outen sagen, was also deine Vergangenheit betrifft. Und fand ich sehr berührend, ja. Das war ein großer Schritt für mich. Ich wollte eigentlich bis kurz vor dem Schreiben des Buches, wollte ich mich immer sehr bedeckt halten. Also viele haben das auch immer ein bisschen, ja, nicht kritisiert, aber fanden es schade, dass man eigentlich von mir praktisch nichts weiß aus meiner Geschichte. Und beim Spirit Move, bei dieser Anleitung, war es mir sehr wichtig, mich als Beispiel zu nehmen. Und weg von diesem Hochglanzmagazin-Look von alles ist wunderbar und alles ist heil und nur Licht und Liebe hin zu nein. Also wenn wir da in meine Geschichte eintauchen, dann sieht man sehr schnell, dass meine Entwicklung auch eine ganz andere hätte sein können, weil viele, die diese Dramen erleben, die ich ja überstanden habe in meiner Kindheit und Jugend, die würden vielleicht das nicht so schaffen oder vielleicht die Hoffnung auch verlieren. Und da geht eigentlich auch das Spirit Move geht auch dort in diese Geschichte rein. Also ich habe mir oft dann rückblickend Gedanken gemacht, welche Erkenntnisse haben mir geholfen, welche Anbindungen haben mich unterstützt, diesen Prozess zu überstehen. Und da sind dann eben auch diese acht Schritte daraus entstanden. Das heißt, es ist so ein Crashkurs eigentlich zu all diesen Stufen und Hilfen, die ich bekommen habe während meiner ja, persönlichen Dramen. Also es sind eigentlich deine 8 Schritte, die dir geholfen haben, so rückblickend reflektiert, ne, dass du Sie das sind, so, ja. ja, es sind, sie haben mir sehr geholfen und ich habe dann auch, weil ich sehr früh, das heißt mit 20, schon angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten, 1 zu 1 in Sitzungen,
habe ich dann viele dieser Schritte habe ich dann auch wiedererkannt in den Schritten meiner Klienten. Und die kamen auch immer wieder durch als Hilfestellungen aus dem kollektiven Bewusstsein der geistigen Welt. Nur wie gesagt, die waren dann immer erst losgelöst voneinander. Und dann wirklich gerade die letzten 2, 3 Jahre war das so stark, dass jetzt einfach wirklich als ein Paket allen zu geben, diese Strukturen. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass es wirklich etwas ist, was entstanden ist aus meinem Leben. Das finde ich sehr wichtig, weil ich es unmittelbar geprüft habe. Und Die es. walk your talk, sagen die Indianer immer, ne? Ja. Das war dir wichtig, da auch eine Authentizität ans Licht zu legen, ne? Ja, Und nicht weil so. es gibt sehr viele, sehr kostbare Bücher. Und es war sehr schön, da jetzt auch meine Perspektive mit reinzubringen und auch die Lösungsansätze und Strukturen, die wirklich im Tagtäglichen mir geholfen haben, wie auch eben meinen Klienten. Und Inspirationsübungen sind ja auch drin. Die sind alle gechannelt oder wie bist du zu denen gekommen? Genau, also eigentlich generell in meiner Arbeit channel ich eigentlich alles. Also der ganze Unterricht, den ich gebe, channel ich durch. Wobei, das heißt jetzt nicht, dass ich in eine Volltrance verfalle und mein Bewusstsein verliere und das dann im Nachhinein irgendwie konstruiere, sondern das ist für mich so stark in Fleisch übergegangen, dass sobald ich mich um diese Themen kümmere, ich automatisch in ein höheres Bewusstsein beziehungsweise über das höhere Bewusstsein in das kollektive Bewusstsein eintauche und dadurch auch diese Inspiration erhalte. Sehr schön. Ja. Wow, also da bin ich sehr, sehr gespannt, wenn du hier bei uns bist, weil ich glaube, das ist dann auch immer wieder frisch und neu, wenn du diese direkte Hotline hast, ne? Dann wird sich sicher auch ja, manches für dich Neues immer wieder ergeben. Das macht es dann auch spannend, oder? Das ist für mich absolut überlebenswichtig, dass wir diese Fähigkeit besitzen, im Moment auch angepasste Lösungsansätze zu erhalten. Das muss man jetzt nicht Angst haben, dass ich jetzt komplett was anderes mache im Unterricht. Das wäre jetzt ein bisschen extrem, aber mir ist es ja wichtig, jeden zu erreichen. Und ich weiß, dass nicht jeder oder die Gruppendynamik nicht das Gleiche braucht. Beziehungsweise fühle dann, dass es so kleine Twists gibt, so kleine Impulse, die geändert werden, aber dann immer noch der Sache treu bleiben. Ja. Ja. Schön. Ja, also da freue ich mich sehr, dass du das mit uns wagst, dieses Abenteuer. Und ja, noch neue Aspekte, glaube ich, noch sehr einen ganz innovativen Ansatz da auch repräsentierst. Wir haben ja viele Medien zu Gast, auch im Frankfurter Ring. Und wir waren immer sehr gespannt auf dich und dich eines Tages ja, einzuladen und dir zu begegnen und so diese Community eben auch, wie es vorschwebt, eben wie ein wunderschöner Diamant in verschiedenen Facetten dann leuchtet und du bringst deine Facette ein demnächst hier und das ist ein großes Geschenk. Toll, dass du kommst. Ich freue mich sehr Ja. drauf. Ich freue mich sehr drauf. Also dann, bis zu unserem Event. Wir haben einige Veranstaltungen davor geschaltet. Wir haben einen Livestream-Abend, wir haben einen Mini-Workshop und wir haben auch einen ganzen Wochenend-Workshop geplant. Alle Daten findet ihr unter diesem Video. Danke, danke dir, Sue, und bis bald.